Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kinotipp heute. Da habe ich einen Gast dabei und das ist, nee, verrate ich jetzt noch nicht, ihn verrate ich erstmal, die Neustarts der Woche, das sind sie. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Endlich wird die Vorgeschichte zu Harry Potter erzählt. Radio Heimat, damals war auch scheiße. Frank Goossens Roman kommt ins Kino. So, gerade angekündigt, wir haben heute einen Gast und es ist Matthias Kutschmann. Hallo. Hi. Hallo, tschach. Ja, du bist Regisseur des Films Radio Heimat, damals war auch scheiße. Ne? Ist ja ein deftiger Titel. Ne? Wie kam es denn dazu? Na, also es ist ja eine Buchvorlage von Frank Goossens, die heißt Radio Heimat. Eigentlich sind es sogar zwei Bücher, weil ich musste mich in zwei Büchern bedienen, um auf eine komplette Story zu kommen. Nämlich noch mein Ich und sein Leben, auch von Frank Goossens. Und der Frank hat so den Blick sehr stark nach zurück immer gewandt. Auch so ein bisschen mit so einer leichten Ironie, früher war alles besser, Fragezeichen. Und da ich dieses sehr Zurückgewandte nicht so sehr mag, weil es manchmal so ein bisschen Sachen verklärt, die so nicht richtig sind, wobei ich jetzt den Frank damit nicht meine, der verklärt nichts, der zeigt, wie es ist. Aber ich dachte, das muss man ein bisschen auf den Punkt bringen. Es geht ja um die Pubertät und die war damals auch scheiße. Und deswegen Radio Heimat, damals war auch scheiße. Jetzt hast du es gerade selber gesagt, dein Film besteht aus mehreren Büchern von Frank Goossens. Wie macht man denn daraus ein großes, stimmiges Drehbuch? Ja, das ist schwierig, weil beide Bücher sind Kurzgeschichtensammlungen. Es sind also keine Romane wie Liegen lernen, aus dem ja auch ein Film gemacht wurde, oder Sönke Wortmann, der jetzt in der Postproduktion ist für Sommerfest, auch von Frank Goossens, also Frank Goossens Buchvorlage. Ich habe vor kurzem noch mal geschaut, was ich eigentlich übernommen habe. Ich wollte noch mal wissen, wo ist da die Trennschärfe, weil im Laufe des Schreibens, der Produktion und auch der Postproduktion verwischen sich die Grenzen. Und da ging es mir auch nie so darum zu schauen, was ist von ihm und was ist von mir. Mir war immer wichtig, dem Werk, dem Autoren und auch seinen Fans gewissermaßen treu zu bleiben. Aber es muss natürlich ein Film sein, der auch funktioniert. Und den Wechsel von einem Medium, also vom Medium Buch in Medium Film, ist ja immer extrem schwierig. Es gibt ja wenig Literaturverfilmungen, die wirklich Knaller sind. Also einer Flug übers Kuckucksnest zum Beispiel. Deswegen, weil man halt die Hauptperson geändert hat. Also ein taubstummer Indianer funktioniert nicht. Mhm. Aber jetzt zurück zu der Frage. Ich habe halt geschaut, ich habe letzten Endes aus beiden Büchern, ich glaube, 4 Kapitel jeweils von jeweils ungefähr 30 Kapiteln genommen, aber im Wesentlichen 4 Hauptfiguren, nämlich Pommes, Spüle, Mücke und Frank, die jetzt aber auch nicht in jedem Kapitel drin vorkommen. Das war das Problem. Es gibt in beiden Büchern keinen roten Faden, den ich in den Film quasi reingeflochten habe, sondern ich habe eigentlich diese Figuren genommen, die Charaktere genommen, die Atmosphäre genommen, die Topoi, die man im Ruhrpott findet oder was ein Ruhrpott oder ein Ruhrgebietsfilm ausmachen könnte. Und daraus ist dann die Geschichte geworden, 4 Jungs in der Pubertät im Ruhrgebiet der 80er Jahre. Eben weil es 2 Bücher sind, hast du dir eine Menge Freiheiten nehmen müssen. Was sagt denn Frank Goossens dazu? Freiheiten, ja, wie gesagt, ich habe versucht, loyal zu bleiben. Ich glaube, ich habe das auch geschafft. Frank hat mich eigentlich sehr, sehr vertrauensvoll arbeiten lassen. Also es ist ja so, er tritt mit diesen Werken ja auch als Kabarettist auf. Und trotzdem ist es ja noch der lyrische Erzähler, der zu uns spricht. Also er selber erfindet was, benennt sich und seine Familie aber mit den Klarnamen Goossens. Also Opa Goossens, Oma Goossens. Und da hatte er natürlich so ein bisschen die Befürchtung, er kannte ja nicht, was ich gemacht habe oder was ich vorhabe so genau, dass ich als Regisseur seine Familie als billige Komödie vorführen könnte. Das wäre eine Gefahr gewesen, wo ich auch verstehen kann, dass man sagt, boah, nee, was macht der daraus? Und so war es zunächst so eine Vorgabe, bitte benutze nicht die Klarnamen der Familie. Wie ich das dann gelöst habe, da kann man vielleicht noch später drauf kommen oder man sieht es dann halt im Film. Nur ein bisschen was müssen wir dem Zuschauer offen lassen. Ja, nur ein bisschen was. Dazu erfunden, wie gesagt, da gibt es einige Sachen, die ich natürlich dazu erfunden habe. Vor allen Dingen halt auch den Plot, den es einfach so nicht gab. Ne? Also lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Man erfindet auch als Filmemacher das Rad nicht neu. Junge trifft Mädchen, verliebt sich in sie, denkt, sie ist die sein muss, stellt fest, nee, irgendwas fehlt. Hat vorher ganz kurz ein anderes Mädchen kennengelernt. Aber durch seine Erkenntnis, nee, die ist es nicht, weil eine Frau braucht Pfeffer im Arsch, Humor, ne? Schön aussehen reicht nicht. Diese Erkenntnis lässt ihn neu aufwachen. Er sieht das Mädchen aus der Tanzschule von davor nochmal mit neuen Augen, verliebt sich sofort und wird natürlich glücklich. Das gab es zwar so angelehnt in 2 Geschichten. Da ging es in der einen um Carola, an die versucht, Frank ranzukommen, was nicht klappt. Dann gibt es die andere Kurzgeschichte, da ist eine Tanzschule mit Nicole und auf Klassenfahrt mit Nicole.
Und das habe ich dann halt gewissermaßen so ein bisschen zusammengefügt. Wenn man deine Inhaltsangabe hört, Junge trifft zwei Mädchen, die eine ist die Schöne, die andere eher der Backfisch und irgendwann merkt er, dass der Backfisch die richtige ist. Ja. Das klingt ziemlich romantisch, aber eigentlich im Grunde ist das Ganze eine Komödie geworden, oder? Ja, es ist eine Komödie, auf jeden Fall. Und zwar habe ich so ein bisschen was Neues ausprobiert. Also die ersten zwei Drittel sind extrem schnell. Also ich habe da 50 Schauspieler durch 110 Sets gejagt, die natürlich alle erstmal gebaut werden mussten, weil 80er und zum Teil 60er Jahre, die findet man ja nicht einfach überall. Das musste also szenenbildnerisch wirklich aufwendig betrieben werden, auch Maske und Kostüm. Und das letzte Drittel, da gehen die auf Klassenfahrt und da wird aus diesem Kaleidoskop des Ruhrgebiets so eine Lupe auf die Befindlichkeit der Jungs. Es bleibt weiter lustig, aber ich wollte halt auch mal so ein bisschen in der Tiefe graben, weil die Pubertät war halt schmerzhaft. Und da, wo der Schmerz ist, da liegt dann auch mit Abstand und Zeit für uns die Komödie. Und jetzt sage ich mal Karten auf den Tisch, wie war deine Pubertät? Scheiße. Also ich glaube, ich war da eher wie Pommes. Ich hatte eine Scheißfrisur, womit ich nicht behaupte, dass heute meine Frisur besser ist, aber damals hat sie meine Mutter noch geschnitten, also Topf drauf, drum geschnitten und da sah ich halt aus wie Pommes und hatte auch bei Mädchen natürlich keine Schnitte. Jetzt bist du nicht nur Regisseur, sondern du bist auch Kabarettist. Ja. Du trittst auf als Horst Schulze-Entrum. So ist es, genau. Da kennt man dich auch gar nicht sofort wieder. Ja. Aber ich kann mir denken, das hilft doch ungemein, um eine Komödie zu machen, oder? Ja, man hat natürlich schon so ein bisschen Erfahrung, wie lange braucht es, bis eine Pointe zündet? Wie kann ich das Ganze noch ein bisschen zuspitzen? Bei diesem Film ist es natürlich schon so, dass die Pointen von vornherein ein bisschen zugeschliffen wurden, weil Frank natürlich häufig damit aufgetreten ist. Was wiederum aber auch nicht bedeutet, dass ich alle Pointen so übernommen habe, wie er sie gesetzt hat, weil teilweise der Fluss der Szene dadurch vielleicht unterbrochen wurde oder verlängert wurde. Da musste ich nochmal eigene Pointen natürlich dranpacken oder was verkürzen. Aber es hilft natürlich, weil man so ein Gefühl dafür bekommt, wie lange könnte der Lacher auch ziehen. Weil wenn man einen Kinofilm macht, dann kann es, muss es nicht, aber es kann halt störend sein, wenn man eine Pointe aufbaut und die Leute genau in dem Moment lachen, wo die nächste Pointe schon kommt. Und wenn die dann lachen und diese nächste Pointe führt eigentlich zu einer dritten, dann hat man den Aufbau für die dritte Pointe zerlacht. Das heißt, wie muss man sich das am Set vorstellen? Du stehst da und eins, zwei, drei und jeder weiß, okay, jetzt hier nicht dazwischen reden. Na, man löst natürlich auch viel durch den Schnitt. Dadurch kann man das Timing noch beeinflussen. Also, dass man halt schaut, durch einen Reaction-Shot kann man etwas, was im Dialog eigentlich sehr eng gedreht wurde, Wort folgt auf Wort, kann man aber zwischen den schnellen Worten noch mal schnell einen Blick dazwischen schießen. Aber das muss man vorher, dazu sollte man sich vorher entschieden haben, wie man das dann auch auflöst, beziehungsweise was das Timing sein sollte. Und da es ja eine Voice-Over gibt, habe ich die zum Teil, um das Timing auch für die Schauspieler, auch nach der Absprache, man spricht ja die Wege ab und auch das Timing im Dialog, aber manchmal habe ich einfach den Dialog eingesprochen, also die Voice-Over eingesprochen, damit die wussten, okay, jetzt geht's weiter. Und das Timing dadurch beeinflusst. Sprechen wir mal über zwei Dinge. A, über die 80er Jahre und wie ihr die hinbekommen habt. Ja. Und B, über den Pott. Fangen wir mit dem Pott an. Warum ist das Ganze eine Ruhr-Pott-Komödie geworden? Du kommst aus Dortmund, ne? Ich bin Dortmunder. Zwei meiner Onkel waren Bierkutscher. Der Rest war bei Hösch im Stahlwerk. Mein Vater ist noch im Pütt eingefahren. Also das ist schon recht klassisch. Also ich bin auch der Erste, der da meint, einen auf Künstler machen zu müssen. Das führte dann auch zu Gelächter, ja. Und klar, die Vorgabe von Frank ist halt Pott. Da kann man jetzt nicht auf einmal eine Berliner Geschichte draus machen. Was ich aber auch insofern gut finde, weil wir seit 15 Jahren ja keinen Pott-Film mehr hatten in der Form. Also ich glaube, der letzte war Bang Boom Bang oder Was nicht passt, wird passend gemacht, hier von Kollegen Peter Thorwart, der ja auch Co-Produzent war. Aber danach gab es jetzt eigentlich recht wenig. Und das finde ich eigentlich schade. Wir haben so viel aus... Goldene Zeiten. Gab's noch. Ja, goldene Zeiten ist es aber auch nicht. Kam mal Kreuz, ne? Ja, aber da ist die Strategie von Peter Thorwart ja auch schon bei Bang Boom Bang gewesen, da jetzt nicht unbedingt Zechen zu zeigen, sich in Klischees zu suhlen, was ich jetzt auch nicht unbedingt für immer richtig halte. Also das hat er schon, finde ich, okay gemacht. Aber goldene Zeiten ist jetzt nicht unbedingt etwas, was den Pott wirklich thematisiert. Es findet da halt statt. Ich hoffe, ich tue dem Peter jetzt nicht unrecht mit dieser Verkürzung, aber hier geht es halt wirklich um Pott, wie er... Ja. Was macht den Pott denn so reizvoll? Wahrscheinlich die Menschen, oder? Ja, natürlich, weil wie man in Bayern lacht, das wissen wir. Wie man, wenn man in Berlin lacht und ob man in Berlin lacht, das wissen wir auch. Da gibt es ja dann eine andere Filmausrichtung, die man auch gerne ins Dramatische eher abschweift. Komödien ist ja eh ein schwieriges Feld in Deutschland. Filmkomödien sind ja auch zum Teil, sprechen wir später drüber.
Filmkomödien in Deutschland sind mit Til Schweiger, korrekt? Ja, das meine ich. Also es ist so ein bisschen, es ist jetzt auch wieder sehr verkürzt, wenn man sagen würde, es sind nur Bully und Till. Und, aber es ist halt schon so ein bisschen erwartbar, was da auch passiert zum Teil. Und da spreche ich ganz gerne vom griechisch Essen gehen. Also das deutsche Publikum will natürlich auch das, was es kennt. Ja, also egal, ob ich jetzt in Mönchengladbach oder in Dortmund griechisch essen gehe, ich weiß, wie die Frikadelle aussieht und dass ich am nächsten Tag Sodbrennen haben werde. Hauptsache, ich kriege halt durch das Hundepäckchen mit nach Hause. Aber man will eigentlich nichts wagen oder man tut sich damit schwer. Und das liegt zum Teil natürlich auch daran, dass das Publikum vielleicht man auch so ein bisschen dahin bringen kann, sich auf was anderes einzulassen. Aber es ist keine Sorge, das ist kein Arthouse-Film, den ich da gemacht habe, irgendwie mit dem blablabla, sondern es soll auch Spaß machen, aber halt nicht unbedingt so Convenient Food, Strickmuster A trifft B, verliert C, gewinnt D. Das ist dann ein bisschen langweilig. Und ein bisschen Chartmucke oben drüber, ne? Ja, genau. Ja, gitarrenlastig vor allem, ja. Kommen wir mal zur Zeit, in der dein Film spielt, nämlich in den 80er Jahren. Ja. Ich kann mir vorstellen, das ist ja gar nicht so einfach. Ist ja noch eine Weile her, die Frisuren, die Klamotten, alles anders. Man muss das alles wieder zurückholen. Ja. War ein ganz schöner Aufwand, oder? Ja, das ist ein extremer Aufwand, weil Außendrehs natürlich immer schwieriger werden. Nicht nur, weil die Gebäudestruktur sich verändert hat, sondern das, was man jetzt an Urbanem erzählen könnte, wie vielleicht mal wirklich eine Zeche, wenn es unbedingt von der Geschichte her Not tut, dann ist das ja alles inzwischen Museum oder Kulturstätte geworden. Das heißt also, man kann eigentlich wenig Außendrehs so nochmal auf 80er behaupten oder überhaupt irgendwie erzählen, dass es einen Sinn macht, weil das ist alles jetzt irgendwie stillgelegt. Die Japaner haben in Dortmund ein Stahlwerk abgebaut und original wieder in Japan aufgebaut. Das ist alles weg. Oder es ist demnächst weg. Auch ein Grund, jetzt nochmal einen Film zu drehen. Und da möchte ich auch nochmal über Adolf Winkelmann und Junges Licht sprechen. Ein großartiger Film, der auch nochmal zum letzten Mal die Möglichkeit wahrgenommen hatte, das, was noch da ist, im jungen Licht zu zeigen. Wobei er natürlich ausschließlich in den 60ern spielt. Ich habe die 60er nur in ein paar kleinen Szenen drin, weil ich da zeigen möchte, wie es die Eltern damals gemacht haben. Aber das war jetzt erstmal zum Thema Außendrehs. Dann gibt es ja noch die Innendrehs und das muss natürlich alles komplett tapeziert und gemalt und die Möbel. Gibt es denn noch so olle Tapeten wie von damals? Ja, da hat man ja natürlich seine Fachleute für. Und die, wo die das Zeug herbekommen haben, weiß ich auch nicht. Die haben da Sachen ausgegraben. Also das hätte ich alles so am liebsten, nicht alles, aber vieles von am liebsten mitgenommen. Also so geile Couches. Sofas. Couchy. Genau. Coucheng. So. Und also tolles Zeug irgendwie. Also die 80er, das sah natürlich alles scheiße aus, aber auch scheiße geil irgendwie. Also abgesehen von Frisuren jetzt. So. Ja, damals fanden wir es toll. Du bist Baujahr 1970. Ja, ja. Das heißt, in den 80ern warst du 10 bis 20 Jahre alt. Ja, ja. Kannst ja fast noch als Fachmann durchgehen dafür. Ja, sicher. Also zu der Zeit, in der der Film spielt, 83, war ich halt 13. Da ging es gerade richtig los. Da habe ich schon die ganze Neue Deutsche Welle mitbekommen. Die Mädchen noch nicht, aber den Alkohol. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht. Ja, sie ja. Ja, so hört man. Geht voran. Jetzt hast du doch jede Menge junge Leute, junge Schauspieler da drin, die plötzlich Menschen aus den 80er spielen. Wie geht man mit denen um? Dem muss man doch irgendwie das Feeling darstellen, so waren wir damals, wir sind ja ganz anders heute. Das ist ganz interessant, weil mir sehr spät auch aufgegangen ist, dass es einen gewissen Sprachduktus damals gar nicht gab. Gänsefüßchen. Ich habe es einmal durchgehen lassen. Also wenn jemand sagt, ich mache Ironie, das hat nie jemand so gemacht. Oder ein gewisser Sprachflow, damit meine ich jetzt nicht irgendwie Rapper-Ton, aber gab es damals einfach nicht. Und natürlich gab es bestimmte Vokabeln wie Oberaffentittengeil, die muss man erstmal erklären. Stark, astrein. Ja, genau, da muss man erstmal nachdenken, wie hat man denn damals gesprochen? Hat man denn damals überhaupt schon geil gesagt? Ja, stimmt, geil hat man gesagt, aber ne? Also man muss da schon gucken, aber oder wie Mädchen zum Teil sprechen, ja, diese indische Kopfbewegung gab es damals nicht. Ich weiß nicht, also ich habe das jetzt kein Pendant dazu, wie die Mädels damals statt Kopfwackeln geguckt haben, aber das gab es nicht. Und das musste man halt sich nochmal ganz genau klar machen. In dem Film geht es ja auch darum, dass deine Hauptperson seine Traumfrau findet. Ja. Jetzt muss man die Traumfrau natürlich auch richtig besetzen, so wie die schöne Helena von Troja. Wie habt ihr sie gefunden?
Naja, es war ein sehr langer, aufwendiger Castingprozess. Und gerade diese Traumfrau ist einfach deswegen spannend, weil die Melina Czanke einfach natürlich auch ein wunderschönes Mädchen ist, aber auch eine unglaublich tolle Schauspielerin und, was ich toll finde, auch echt ein toller Mensch, ein Kumpel. Also die kann eine Zicke spielen, aber ist völlig loyal und man hat Spaß mit ihr. Und es war halt so, dass in irgendeiner der ersten Castingrunden ich das Gefühl hatte, nee, das würde nicht passen, weil es mir irgendwie zu zickig wurde. Ob das so stimmt, so in die Richtung ging es jedenfalls. Und da wurde sie dann nicht in die nächste Runde eingeladen. Und da hat sie aber völlig unverzickt gesagt, nee, ich mache das schon richtig. Jetzt ladet mich nur mal schön ein. Und da habe ich gedacht, ja, das hat Eier, also das hat Mut. Und da habe ich die noch mal kommen lassen und das war dann einfach perfekt. Also ich bin sowieso mit dem kompletten Cast, also es waren ja über 50 Schauspieler, extrem glücklich, weil ich habe sie alle bekommen und alle spielen super toll. Ja, kommen wir mal zu deinem Cast. Da gibt es ja auch noch ein paar, ich sag mal, Nummer-sicher-Casts, die man unbedingt in so einer Pottkomödie haben muss. Da hätten wir Nottmeier, Richter, Semmelrogge. Ja. Wie harmonieren die miteinander? Also harmonieren miteinander, das ist ja jetzt so, bei so vielen Schauspielern kamen einige nur für einen halben Tag. Das heißt, Heinz Hönig hat von all den anderen Stars, sage ich jetzt mal, keinen mitbekommen. Und wenn man jetzt darauf hinaus wollte, sind das jetzt alles so Rampensäue, die untereinander nicht klarkommen. Es war ständig ein super Klima. Also ich habe nie irgendwo sowas wie große Konfrontation oder Kollegenneid oder sowas wahrgenommen, wenn die Frage darauf abzielt. Die waren sehr, sehr professionell, sehr, sehr ambitioniert und total nett. Also wirklich nette Leute. Ich würde sagen, jetzt sind wir mal richtig neugierig auf deinen Film. Schaffst du es als Regisseur, deinen Film in zwei Sätzen zusammenzufassen? Zum Glück. Ohne Nebensätze? Ja, Nebensätze weiß ich nicht. Pitchen ist ja immer scheiße, ich kann das ja nicht. Pitchen ist ja, dass man im Fahrstuhl unten einsteigt und man hat bis zum ersten Stock Zeit, den Produzenten zu erklären, was das sein soll. Wenn man es nicht schafft, hat man verloren. Vier Jungs im Ruhrgebiet, 80er Jahre, mitten im Pott. Ja, genau. Das ist die Inhaltsangabe. Sogar ohne Verb. Ohne Verb. Und genau das ist die Inhaltsangabe zu Radio Heimat. Damals war auch scheiße. Jetzt gucken wir mal rein. Mir sind die Texte egal. Es kommt auch auf die Melodie an. Irgendwas lief hier falsch. Ja. Warte mal kurz. Ich leg dir mal was richtig Gutes auf. Also, James Brown war ja für die Schwarzen so eine Art musikalischer Martin Luther King. Ach. So wie Joschka Fischer für die Grünen. Das war sicher ein Witz, also lachte ich. Ja. Ja. Wieso lachst du? Ja. Sie meint es tatsächlich ernst. Ah, da ist sie ja. Was ist das denn? Angelo Branduardi. Den finde ich toll. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sah mir noch mal die Poster an. Nena, hoffentlich legte sie die nicht auch noch auf. Ha, da kommen Sehnsüchte an die 80er Jahre auf. Du hast ja einen Off-Erzähler benutzt. Warum hast du das gemacht? Ja, das ist. Normalerweise finde ich Off-Erzähler scheiße eigentlich. Die funktionieren selten. Meistens habe ich das Gefühl, dass Produzenten am Ende der Postproduktion die Befürchtung haben, der Film wird sich nicht erklären, er wäre nicht lustig genug und man wird ihn nicht verstehen. Es gibt wenige Filme wie Big Lebowski, wo ich die ganz kurz vorkommt, wo ich es geil finde. Hier ist es halt so, ich musste halt den Ton des Romans oder des Buches miterzählen. Das heißt, diesen selbstironischen Rückblick eines Mannes auf sich selbst in der Pubertät. Und das ist das eine. Das andere ist, die vielen Kurzgeschichten, Schnipsel am Anfang, da brauchte ich eine Führung für. Und deswegen habe ich mich zu einer sehr elaborierten Voice-Over entschieden, die natürlich extrem viele Pointen auch wieder enthält. Aber es war halt auch wichtig, dass man diese Voice-Over komplett vergisst. Dass man zwar hört, da quatscht mich gerade jemand zu, aber ohne, dass man sich halt total irgendwie zugelabert fühlt, wie es der Laberfürst macht, sondern dass man so ungefähr eine Führung hat, ohne verloren zu gehen und auch so ein bisschen eine Spitze immer, wie die Jungs reagieren hat. Und ja. Jetzt verrat mir mal, du spielst in dem Film ja selbst mit, bist aber kaum wieder zu erkennen. Wie kam es denn dazu? Was heißt, ich spiele? Ich sitze ja nur am Daddelautomaten als Vater Spülberger, als Vater von Spüli. Naja, es ist halt so, ich dachte, wenn Alfons Hitchcock das macht, dann mache ich das auch. Und ich weiß, dass er nicht Alfons heißt. Ja, war ein Witz. Wie bist du denn mit dem Regisseur zurechtgekommen? Ja, der Regisseur, der war gar nicht der.
Nee, ich habe mir gedacht, die Jungs, die brauchen einen Vater. Also meine Schauspieler. Und da habe ich gedacht, dann, wenn die schon den ganzen Tag mit Scheißfriesen am Set rumlaufen, dann muss ich das auch machen. Der Film spielt ja in Bochum, aber ja, im Film wird ja nur getäuscht und geblendet. Ja. Das ist nicht alles Bochum, ne? Duisburg, Köln, Gelsenkirchen. Nee, gar nicht Duisburg. Es ist wirklich viel Essen, viel Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen. Ja, man kommt um Köln nicht drum herum, weil viele Innenaufnahmen muss man zusammenlegen, aber zum Glück nicht Studio, sondern das waren dann wirklich auch Originalwohnungen, die man halt dann in die 80er Jahre zurückversetzt hat oder auch in die 60er, weil wenn man so ein großes Team hat, was hauptsächlich in Köln wohnt, dann müsste man das sehr lange noch über die Zeiten in Bochum irgendwo dort auch noch stationieren und dann muss man die Drehzeit wieder verkürzen, um es finanzieren zu können. Deswegen habe ich natürlich geschaut, so viel wie möglich authentisch vor Ort zu machen. Aber es ist ja auch ein Ruhrgebietsfilm, damit meine ich jetzt auch nicht dass Köln nicht Ruhr, aber es ist ja auch Nordrhein-Westfalen. Von daher finde ich, passt das schon noch. Kann man durchgehen lassen. Kommen wir mal zur Musik, die ist ja genauso wichtig. Ja. Ich kann mir vorstellen, die Rechte, die liegen überall und bei jedem, um die zusammenzukriegen für so einen Film, das ist auch bestimmt eine Heidenarbeit. Das ist ein Wahnsinn. Also der Klaus Frers, mein Musiksupervisor, der das schon seit 25 Jahren macht mit seinem Team, ich glaube, das war sein 225. Film, dem habe ich die erste Fassung, die ich mit meinen beiden Cuttern, also ich hatte zwei nacheinander, weil er einen in Vaterschaft ging, Georg Söhring und Ueli Christen, wir hatten Musik angelegt. Da sagte dann der Klaus Frers, das ist Wahnsinn. Da fragte ich, was meinst du jetzt mit Wahnsinn? Wahnsinnig scheiße oder wahnsinnig gut oder Wahnsinn? Dann meinte ich, nee, Wahnsinn, weil es ist Musik von 3 bis 5 Filmen. Wir haben 82 Musik-Cues und du hast es gerade angesprochen. Das ist ja wie bei Scorsese. Da muss man, erstmal gucken, klar, wo liegen die Rechte. Es sind verschiedene Rechteformen, die ich schon wieder vergessen habe. Aber das kostet natürlich auch ein Wahnsinnsgeld. Und da muss man erstmal bis zuletzt gucken, ob man überhaupt die Rechte bekommt, ob man es bezahlen kann. Und wenn man einen historischen Film macht, also 80er Jahre ist ja schon 30 Jahre her, also historisch, dann muss man das auch bedienen. Man kann nicht einen Song aus den 90ern plötzlich reinballern. Und das ist genau wie das richtige Auto durch die Straße fahren zu lassen, dass man weiß, ach ja, stimmt, das war ja der Goldene Reiter damals oder so. Ja, du sprichst es gerade an. Hast du einen Lieblingstitel, von dem du gesagt hast, der muss da rein? Auf den können wir nicht verzichten. Ehrlich gesagt waren es dann zum Schluss alle, weil man sucht ja sehr lange unser viel und probiert einige Sachen aus und in 83 war musikalisch sehr, sehr viel da und der Film gewinnt einen Fluss, je mehr man dran arbeitet und vielleicht verliebt man sich auch immer mehr in die eigenen Details, die man rein investiert hat. Aber es ist halt auch musikalisch komponiert, das heißt also, wenn man dann ein Stück auswechseln muss und nicht ein, ich sag es mal, Sound-alike bekommt oder ein gutes Original, was das replacen kann, dann kann das unter Umständen wirklich extrem wehtun. Also bei einer Sache war das zum Beispiel so, Frieda, die glaube ich bei Abermal auch gesungen hat, die hat einen Song gemacht, scheiße Namenshänger, aber der war so geil, den wollte sie aber nicht für Filmzwecke zur Verfügung stellen. Also haben wir den quasi replaced durch eine Eigenkomposition. Und das ist den Komponisten so brillant gelungen, es hört sich an wie ein Hit aus den 80er Jahren. Das ist total Wahnsinn. Aber ansonsten haben wir wirklich, ich glaube, 60 Originalsongs so gefühlt um die Ecke. Weil ein Drittel ist ja Eigenkomposition. Also so das Jungsthema, das Liebesthema, da muss man natürlich selber nochmal, also wirklich handwerklich, filmmusikalisch rangehen. Da werde ich ja richtig wehmütig. Denke ich auch an die 80er zurück. Neue Deutsche Welle war genau mein Ding. Ich spiele jetzt meine Runde Strip-Poker. Da habe ich den 10 Minuten nackig für dich. Lass mal gut sein. Ist besser für uns alle. Hör mal, du hast ja aus einem Buch oder 2 Büchern einen Film gemacht. Ja. Wäre ein Originaldrehbuch auch was für dich? Oder wäre es eigentlich leichter, direkt ein Originaldrehbuch zu schreiben? Ja, habe ich ja schon gemacht. Also ich, eins von den dreien, die bei mir in der Schublade liegen, die gehen wir jetzt nächstes Jahr an, Späte Vögel. Und ich würde mich auch mal freuen, einfach ein fremdes Drehbuch zu bekommen. Ich habe zwar schon einige auf dem Tisch liegen gehabt, aber das war noch nicht so das Goldene vom Ei dabei. Was ist denn leichter, ein eigenes Buch, Originalbuch zu schreiben oder aus einem Buch ein Drehbuch zu kreieren? Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen schauen. Also normalerweise steht einem ein Buch, also ein Roman, eher im Weg, weil man muss so viele Zugeständnisse an das Medium Film machen. Und man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit.
Es sei denn, man ist selbst der Drehbuchautor nachher. Ja. Ja. Das hat ja die Rowling geschafft. Die Rowling hat es ja geschafft. Sie hat ja erst Harry Potter kreiert. Und jetzt hat sie aus ihrem Harry Potter-Universum ein Buch rausgelöst. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist ja das Buch, das die Zauberer die ganze Zeit lernen müssen bei Hogwarts. Und jetzt gibt es einen Film, der zeigt uns, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Die Vorgeschichte. Wir begleiten Eddie Redmayne als Autor und Zauberzoologe Newt Scamander nach New York, ungefähr 70 Jahre vor den Abenteuern von Harry Potter. Er war offen? Nur ein Spalt breit. Ist dieses närrische Niffler-Ding wieder abgehauen? Gut möglich. Dann suchen Sie danach. Suchen Sie! Er blutet am Hals. Er ist verletzt. Oh. Aufwachen, Mr. Nomadge. Bei Mercy Lewis, was ist das? Kein Grund zur Beunruhigung. Das ist ein Mörtlab. Was haben Sie denn noch alles drin? Vor 5 Jahren, da lief der letzte Harry Potter-Film im Kino. Tja, gibt keine Vorlagen mehr. Jetzt muss man so ein paar kleine Tricks einschlagen, um wieder einen neuen Harry Potter-Film, Anführungszeichen oben, zu bedienen. Aber das ist ganz gut gelungen. Ich glaube, die Fans, die werden es mögen und die Nicht-Fans, die werden es auch mögen. Aber überzeugen Sie sich selbst. Gefahr. Er wittert Gefahr. Bist du ein Harry Potter-Fan? Nee. Also ich dachte, ich wäre es gewesen und dann habe ich mir die große Box mit allen Filmen angeschaut und was interessant daran war, wenn man die hintereinander sich weggeschaut hat, ohne auch wirklich ernsthaft krank zu werden dabei, wie stark sich filmerzählerisch, aber auch filmgestalterisch, also sprich Tricks, da was verändert hat. Und ich glaube, ich hatte einfach ein Problem, dass der Hauptdarsteller mir irgendwann tierisch auf den Sack gegangen ist. Aber der ist inzwischen ganz gut geworden. Ja. Aber es ist vielleicht auch ein Nasenfaktor, Geschmackssache irgendwie. Also Hermine fand ich süß, also in allen Filmen. Aber pro Geschmäcker, du hast jetzt eine Komödie gedreht. Magst du andere Genrefilme? Worauf stehst du besonders? Also ich würde das gar nicht so eingrenzen, aber natürlich schlägt mein Herz schon für die Komödie. Aber da, wenn ich jetzt 10 zusammenkriegen sollte der letzten Jahre, das fällt es mir dann immer so ein bisschen schwer. Nicht, weil ich so einen hohen Anspruch habe, sondern weil bei einer Komödie kann man unglaublich schnell einfach aus der Kurve fliegen. Das ist verdammt schwer. Wenn man Drama schreibt oder inszeniert und man verkackt eine Szene als Regisseur, dann geht das noch. Also das Publikum verzeiht einem das, weil die Prämisse stark und interessant ist und die Charaktere hoffentlich gut inszeniert wurden. Wenn man aber zum Beispiel eine Liebeskomödie schreibt und dann hat man auf einmal Lust, eine Katze überfahren zu lassen, dann steigt das Publikum an der Stelle komplett aus, weil du die Regeln verletzt hast. Das ist auf einmal eine schwarze Komödie und hast du verloren. Also man muss sich schon sehr genau überlegen, in welcher Tonalität erzähle ich das. Wie wär's denn mal mit einem Actionfilm? Actionfilm in Deutschland ist das Problem, ja, Genre wird in Deutschland nicht so ganz abgenommen. Wir haben ja eigentlich irgendwie den Tatort und Komödie und dann vielleicht so ein bisschen Drama natürlich. Was heißt vielleicht ein bisschen? Wir haben viel Drama, aber Genre ist halt, ich meine, Action, man muss halt extrem, glaube ich, flexibel im Kopf sein, was die Schnitte, Schnittfrequenzen, was Abläufe angeht. Also für Tatort und Komödie haben wir ja beides Til Schweiger. Ja, genau, da haben wir beides Til Schweiger, richtig, ja. Aber ja, ich meine, warum nicht mal eine Actionkomödie? Aber ich weiß nicht, ob es in Deutschland funktioniert so wirklich. In Amerika funktioniert es hervorragend, meistens jedenfalls. Wir stellen Ihnen jetzt mal den nächsten Film vor. Ist natürlich ein Actionfilm, Dirty Cops. War on Everyone. Der Film führt uns nach New Mexico und ist mit Michael Peña und Alexander Skarsgård. Die beiden sind ziemlich unkonventionelle Cops. Statt für Recht und Ordnung zu sorgen, sorgen sie für Chaos. Sie rauchen, saufen und koksen. Und jetzt wollen sie auch noch die Unterwelt abzocken. Bist du noch mit Jimmy Harris unterwegs? Lange nicht mehr.
Der Penner ist zu weit aufgestiegen. Manche Leute reicht es nicht, meine Toaster zu verticken, was? Okay, wisst ihr was? Ihr habt keine Ahnung, auf was für einem Level ich bin. Das war ein geklauter, verfickter Designer-Toaster, Mann. Oh, oh, ja, ja, so ein Schickimicki-Scheiß, Mann. Philipp ist da, Moschino, ja, Schickimicki-Scheiß, Mann. Moschino-Scheiß, Mann. Moschino ist ja doch keine blöden Toaster. Ich meine, aber ihr seid doch befreundet, oder? Wir kennen uns, klar, wir sind Bekannte. Oh, okay, und hast du auch gehört, dass dein Bekannter wieder in der Stadt ist? Hab ich. Ach, hast du, ja? Also, wir observieren gerade die Webbrüder. Kennst du die? Jeder kennt die Webbrüder. Okay, gut. Schon wieder ein Fortschritt. Komm wieder voran. Okay, also die haben irgendwas vor, irgendwas Ungutes läuft bei denen. Und ich meine, das wissen wir durch unsere Informanten. Und wo wären wir ohne unsere Informanten, Terry? Voll im Arsch. Voll im Arsch, genau. Wir wären voll im Arsch, Alter. Hm. Also Jimmy Harris und die Webs, die hocken doch immer zusammen. Ergo? Ergo, was denn, verdammt? Ergo. Kommt da noch was? Ergo, was denn jetzt? Dein scheiß Raubüberfall. Bingo! Schau mal, nicht so laut. Die werden mir fertig machen und du hilfst uns dabei. Oh, fuck. Scheiße. Die Bullen. Ach du Scheiße, hey, wir sind doch die Bullen. Mein Fuck, habt ihr sie noch alle? Der Film lief im Sommer auf dem Fantasy Filmfest und da wurde er mit Pulp Fiction verglichen. Tja, der Vergleich, der hinkt so ein bisschen. Es gibt jede Menge coole Momente, es gibt jede Menge Fuck-up-Momente. Aber irgendwie die erzählerische Kraft von Tarantino, die hat er nicht so ganz. Die Dinger haben gar keine Handlung mehr. Ohne gutes Drehbuch. Das ist alles nur Scheiße. Wie sieht's denn bei dir aus? Hollywood, wäre das mal irgendwie ein Thema für dich? Oh ja, warum nicht? Ich weiß nicht, ob man mich da wirklich da gebrauchen kann. Kollege Donnersmarck kommt ja auch schon wieder zurück. Der hat aber auch keine Komödien gedreht. Nein, nicht wirklich. Aber was du gerade hier vorgestellt hast, hört sich so ein bisschen an wie Nice Guys. Ja, ein bisschen. Den fand ich allerdings ziemlich cool. Ne? Der ist auch hier von meinem Verleih Concord, aber er ist leider im Sommer hat sich komplett versendet. Warum, weiß ich auch nicht. Deswegen bin ich gespannt, ob das funktioniert, weil das ist auch wie ein Buddy-Ding scheinbar. Da steckt aber auch ein richtig cooler Drehbuchautor hinter Nice Guys, Shane Black. Ja. Der ist ja ein richtiger Erfolgsgarant für gute Drehbücher. Iron Man fand ich viel ein bisschen außer Rolle. Ja, ja. Aber auch 70er. Also Nice Guys. Hast du auch wieder recht. Wegen der Musik ja schon alleine geil. Das wäre zum Beispiel ein Grund, weswegen ich natürlich gerne über einen großen Teich würde. Also da irgendwie sowas... Auch die Budgets nehme ich an, oder? Ja, aber sowas wie American Hustle, so Christian Bale-mäßig, das würde mich schon reizen. Sag mir mal, wie finanziert man so einen Film, wie du ihn gerade gemacht hast mit Radio Heimat? Ja. Also es gibt im Prinzip drei große Stützen in Deutschland. Das ist ja hier ganz eigenartig, anders als in Amerika. Also du hast natürlich den Produzenten, aber der ist jetzt nicht derjenige, der sagt, hier Leute, ich habe Geld, hier ist der Geldkoffer, sondern der organisiert die ganze Finanzierung, die dann hauptsächlich besteht aus einem, wo man zuerst hingeht, zum Teil einem Verleih, der dann mit auch Fernsehrechten quasi zu handeln hat, also um dann halt einen Teil des Budgets beizusteuern. Er kauft also im Prinzip die Verwertungsrechte für Kino und für Fernsehen oder nur für Kino, also Produktion, Verleih, dann die Sender natürlich, also Redaktion, die man überzeugen muss, hey, wir haben eine puppenlustige Komödie, okay, dann nicht. Und dann, so ist das leider meistens. Und dann hat man natürlich die Förderer, die Förderinstitutionen. Da gibt es in jedem Bundesland ein paar von oder eins von, dann noch größere und so weiter. Das heißt also, wir haben diese großen drei Geldgeber und da muss man dann gucken, wo man da das Geld herbekommt. In Hollywood zu arbeiten würde auch bedeuten, mit großen Stars zu arbeiten, mit großen Egos zu arbeiten. Ja. Hättest du da vielleicht ein bisschen Bammel vor? Ja, aber ich glaube, ich habe irgendwie inzwischen so eine Zuversicht gelernt, dass also ich hatte einen riesen Respekt vor Frank Gosen, um dann festzustellen, das ist genauso ein Hiopai wie ich. Also das, warum sollte nicht Christian Bale eigentlich auch total umgänglich sein? Ich weiß es nicht, ich glaube, er ist ein Arsch, aber die hat man ja auch überall, dann muss man halt damit umgehen. Also mir fällt das ein bisschen schwer manchmal, ich möchte ja von allen geliebt werden, deswegen habe ich manchmal Probleme dann zu sagen, so nicht. Also ich glaube ja nicht, dass Ewan McGregor ein Arsch ist. Er kommt zumindest in seinen Filmen nie so rüber. Der ist nämlich der Star unseres nächsten Films, Amerikanisches Idyll. Er zeigt, wie das Leben in den USA zur Zeit des Vietnamkriegs aussah. Und zwar am Beispiel einer Bilderbuchfamilie. Jüdischer Highschool-Athlet, verheiratet mit der Schönheitskönigin. Gemeinsam haben sie eine Tochter namens Mary und leben in einem schönen Haus auf dem Land. Doch dann tritt Mary einer Gruppe politisch motivierter Aktivisten bei. Nach einem Bombenattentat ist sie die Hauptverdächtige. Was weiß meine Tochter über Dynamit? Mrs. LeVock. Sie ist ein Mädchen. Sie ist ein Highschool-Mädchen. Sie hat keine Bombe gebaut. Sie weiß nicht mehr, was eine Bombe ist. Wie können Sie überhaupt denken, dass sie eine Bombe bauen könnte oder jemanden töten? Wo ist sie, Mrs. LeVock? Ich weiß es nicht. Sie wurde reingelegt. Mhm. Sie wurde reingelegt.
Wieso sagen alle, dass sie es getan hat, wenn sie es nicht getan haben kann? Sie wurde reingelegt und entführt. Irgendjemand verschafft ihr eine Gehirnwäsche. Und zwar jetzt. Wir müssen sie finden. Sie hat nichts damit zu tun. Meine Tochter kann gar nichts damit zu tun haben. Sie sagten, sie hat politische Freunde in New York. Wir sind gegen alles, was gut und anständig ist in Amerika. Wir werden plündern und abfackeln und so weiter und so weiter. Okay, das steht wahrscheinlich bei vielen Kindern an der Wand. Nicht in Old Rimrock, da nicht. Der Autor Philip Ross hat für das Buch, das vor diesem Film entstand, sogar schon den Pulitzer-Preis bekommen. Menge Leute warten ja darauf, dass er endlich den Nobelpreis bekommt. Das hier ist übrigens das Regiedebüt von Ewan McGregor. Spielt selbst mit und mit dem Rest des Casts, zum Beispiel Jennifer Connelly, macht er das richtig gut. Überzeugender Film, Agenten-Thriller und Familiendrama. Klingt eigentlich so, als würde es nicht zusammenpassen. Passt aber hier. Du arbeitest doch morgen nicht. Nicht, wenn der Aufstand im Gang ist. Das ist kein Aufstand. Es ist eine Revolution. Menschen treten für ihre Rechte ein. Wenn du sie verteidigst, solltest du dich vielleicht anschließen. Das ist eine gute Idee. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du einen Lieblingsfilm, ein Lieblingsgenre, irgendetwas, was uns ein bisschen mehr über dich verrät? Naja, ich habe natürlich ein paar Lieblingsfilme. Einer Flug übers Kuckucksnest, Big Lebowski, fallen mir jetzt als Erster ein. Bei Einer Flug übers Kuckucksnest gibt es ja einfach die schöne Geschichte, wie es entstanden ist. Ach, da haben wir keine Zeit für, ne? Oh, erzähl, Milos Forman? Ja, genau. Milos Forman wollte von Kirk Douglas das Buch bekommen, Kirk, dem Vater noch damals, und wartete und wartete und er bekam es einfach nicht. Es ist einfach an der Grenze hängen geblieben. Aber das haben die beiden nicht beredet, die waren jahrelang stinksauer dann aufeinander. So. Und dann bekam halt Michael Douglas das Buch irgendwie ein paar Jahre später in die Hände und hat es nochmal versucht, hat dieses Missverständnis aus der Welt geschaffen. Aber dann hat man noch jahrelang irgendwie rumgedoktert, ich glaube insgesamt 10 Jahre hat man dafür gebraucht, um dann irgendwie rauszufinden, dass ein taubstummer Indianer kein guter, aktiver Held ist. Deswegen hat man im Prinzip den Typen, der dann halt später sagt, Fruchtgeschmack, das war dann im Prinzip der Sidekick zu der Jack Nicholson-Figur. Man hat also Jack Nicholson, diese Michael McMurphy-Figur, die ja sonst mehr so am Rande lief, quasi zur Hauptfigur. Und das ist halt auch wieder interessant, weil es eine Literaturverfilmung ist, die aber extrem gelungen ist, aber man musste halt dem Werk untreu werden, weil man die Hauptfigur geändert hat. Ja, Big Lebowski finde ich einfach geil, weil... Weil er geil ist. Weil er geil ist, so genau. Bisschen. Und weil er halt auch was wagt. Ne? Das sind so Sachen, die neu sind zum Teil. Bahn. William Goldman, amerikanischer Drehbuchautor, Oscar-prämiert, hat mal gesagt, die Arbeit für einen guten Film ist getan, wenn man ein gutes Drehbuch geschrieben hat. Ist das so? Ja, da ist schon viel drin. Also ein gutes Drehbuch zu verkacken, das kann man, aber in der Regel, wenn das Buch erstmal nicht so toll ist, dann wird es immer schlechter eigentlich. Weil es ist ja nicht nur die Gebrauchsanweisung, wie später inszeniert wird oder so eine Art Wegkarte, wo es lang geht, sondern viel der Gesamtatmosphäre, wie es später sein soll, sickert dadurch in das Team und inspiriert andere, daran Spaß zu haben. Also wenn es gut geschrieben ist, also dann macht es einfach allen Spaß und die ziehen dann mit. Und Drehbuch schreiben ist echt scheiße. Also das macht man mit sich selber aus. Wenn man einen Schreibpartner hat, hat man Glück, aber eigentlich ist Drehbuch schreiben keine so schöne Arbeit. Hm. Ja, besonders wenn man ein Drehbuch über ein Drama schreiben muss, das ist wahrscheinlich eine traurige Sache. Und damit baue ich mir eine Überleitung zu unserem nächsten Film, nämlich Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, sicherlich schon mal gehört oder in der Schule durchgenommen, gibt es jetzt wieder als Verfilmung. Der Film kommt aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, spielt im Zweiten Weltkrieg und ist mit Emma Thompson und Daniel Brühl. Er führt uns ins Berlin 1940. In der Jablonski-Straße 55 leben alle miteinander. Ein Blockwart, eine versteckte Jüdin, ein Ex-Richter, ein Denunziant, ein Kleinkrimineller, ein Hitlerjunge, eine Briefträgerin und das Arbeiter-Ehepaar Anna und Otto Quangel. Die beiden beschlossen, den Diktator zu bekämpfen. Sie schreiben klare Botschaften auf Postkarten und hinterlassen sie an öffentlichen Plätzen. Schnell sitzt ihnen die Gestapo im Nacken. Nein. Ich gehe mit dir mit, das kannst du mir nicht verbieten. Und das lasse ich mir auch nicht verbieten, Otto. Die hängen dich, die hängen auch Frauen. Ja, das weiß ich. Du wartest aber vor dem Gebäude. Ich gehe rein und leg die Karte hin.
Schwerer Stoff aus einer schweren Vorlage, nicht zum ersten Mal verfilmt. Der spanische Regisseur diesmal, der schafft nicht wirklich was daraus zu zaubern. Und es kommen keine Spannungsmomente auf. Natürlich erwartet man keine klassische Spannung wie in einem Actionfilm, aber trotzdem, in diesem Drama funktioniert es hinten und vorne nicht. Denkt keiner von euch Klugscheißern darüber nach, wie viel von dem Dreck sonst noch im Umlauf ist? Du hast 2 Tage. Platz 5. Einen Platz runter geht es für Bridget Jones' Baby. Die Komödie mit René Zellweger ist der 22. Film des Jahres mit mehr als 1 Million Besucher. Platz 4. Ebenfalls eine Position verlieren die Trolls. Die kunterbunten, singenden Figuren werden von immer mies gelaunten Wesen angegriffen. Platz 3. Der höchste Neueinsteiger der Woche ist Jack Reacher, kein Weg zurück. Rund 180.000 Tickets wurden für die Buchverfilmung mit Tom Cruise gelöst. Du bist ein toter Mann. Einer von uns wird das ganz sicher bald sein. Platz 2. Seinen Platz verteidigen kann Doctor Strange. Seit Start kamen bereits mehr als 1,1 Millionen Zuschauer. Du wirst sterben, während du diese Welt beschützt. Ich kann das nicht tun. Es gibt keinen anderen Weg. Platz 1. Mühelos kann Willkommen bei den Hartmanns die Spitzenposition verteidigen. Als 24. Film des Jahres überschreitet er die 1 Million Besuchermarke. Wir müssen uns natürlich ein bisschen absichern. Sie wissen ja, es gibt auch immer ein paar Schafe unter den Schwarzen. Schwarze unter den Schafen. Also schwarze Schafe unter den... Ja. Dein Film Radio Heimat soll ja so ein Auftakt sein zu so einer Ruhrpott-Trilogie. Wie geht's denn weiter? Ja, das nächste Stück ist, geht um einen jungen Funkmusiker im Strukturwandel. Aber der Strukturwandel liegt ja noch gerade an. 2018 schließt die letzte Zeche, da geht's hin. Und sein Vater hat eine Big Band, die besteht aus alten Zechenkollegen. Er stirbt aber gerade ein bisschen an Lungenkrebs und sagt zu seinem Sohn, du musst die Big Band übernehmen. Und jetzt wird es ein Musikfilm, aber nicht mit der Prämisse wie bei Blues Brothers oder Commitments, wir bringen die Band zusammen, sondern wir bringen die Bands zusammen. Nämlich junge Funkmusiker und alte Zechenkollegen. Und da rumpelt es natürlich mächtig im Karton. Wir haben also wieder all die Arschnasen dabei, wie auch jetzt bei Radio Heimat, Ingo Naujoks, Jochen Nickel, Heinz Hönig, Peter Nottmeier, Peter Lohmeier und so weiter. Und das wird wieder eine Komödie werden natürlich. Aber keine Buchvorlage? Nee, keine Buchvorlage, alles einfach nur hier aus dem Kopf. Und der dritte, der heißt Fliegenfischen. Es geht um Männer in der Midlife Crisis. Eine Schoolboy-Comedy, so ein bisschen dabei zwischen Stefan Kampfitt und Sanna Borgmann, die hier die Eltern von Frank Gosen quasi spielen. Und aber eins nach dem anderen. Ist das alles schon durch und finanziert? Nee, natürlich nicht. Wir fangen jetzt erstmal an mit Späte Vögel. Sobald wir sehen, ob auch genug Leute ins Kino laufen, weil vielleicht läuft es ja auch sehr gut. Dann habe ich natürlich ganz gute Karten auch für den nächsten Film. Wenn es scheiße läuft, dann muss ich umschulen. Quatsch, läuft mit Sicherheit gut, denn wir haben dich heute kennengelernt und wenn der Film mindestens so gut wird wie dieser Talk mit dir, dann sind wir ganz gespannt. Matthias Gutschmann heute bei uns im Kinotipp. Ja, nächste Woche, da sehen wir uns wieder, da haben wir dann ein paar Neuvorstellungen für Sie. Einmal geht die Ölplattform Deepwater Horizon unter, dann haben wir noch Bad Santa 2 und Besuch von Außerirdischen gibt's. Arrival. Machen Sie es gut, bis dann und viel Spaß im Kino.